Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 747 von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 372 vom New Game Plus. Und wer das hier vielleicht schon liest und den letzten Part gesehen hat, der weiß schon vielleicht, wie der Hase jetzt läuft. Ich habe noch gar nicht alles von der Greifenschule. Ich kann gar nicht alles basteln. Ich kann gar nicht alles bauen, um euch das zeigen zu können. Boah, ist das nervig. Aber ich will es unbedingt sehen. Ich habe mir echt überlegt, ob wir uns nicht vielleicht doch wieder den Schatz suchen widmen sollten und die Sachen hier schnell einkassieren sollten. Wir wollen vielleicht doch eh alles machen. Unter Zeitdruck sind wir eh nicht. Wir haben das ganze Spiel schon gesehen. Also das kann ja jetzt eigentlich kein... was? Wo schickt der mich hin? Achso, der schickt mich zum Schild. Ich dachte jetzt, wo schickt ihr mich hin? Die Quest soll hier 70 Meter entfernt sein oder sowas. Na gut, alles klar. Ihr seht, ich bin hier in Beauclair. Ich wollte gerade alles zusammenbasteln. Habe auch die ganzen Greifenrüstungen dabei, sofern ich sie denn gebaut hatte. Ich habe aber nur diese Standardversion. Ich kenne mich da schon gar nicht mehr aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier von den, die verbesserte legendäre Greifenhandschuhe habe ich. Jo, hier genau das gleiche, Rüstung und die legendären Greifenstiefel, das sind glaube ich die herkömmlichen auf dritter Stufe des alten Spiels sozusagen, ne? So irgendwie war das doch. Was gab es zuerst? Zuerst gab es die Greifenhose, dann die verbesserte, bla 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 und dann irgendwann die legendäre und jetzt kann man diese legendäre dann wieder verbessern, ne? So war doch die Reihenfolge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und noch was ich vergessen habe. Hier, Thorlala, Hoffnung und Emmentaler, so sehen die Schwerter aus. Die habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Was wir gerade machen könnten, ja, jetzt waren wir ja gerade hier. Das könnte vielleicht auch helfen. Komm, das machen wir kurz. Ich will euch noch zwei Dinge zeigen, die vielleicht doch noch relevant für uns werden können, wenn ich denn den... Oh, ich finde es wirklich. Ich habe den Weg zurückgefunden. Ich kann es noch gar nicht fassen. War doch hier vorne, oder? Oder habe ich es doch nicht gefunden? Oh nein! Wo waren das jetzt? Ah, hier vorne, oder? Genau. Wie heißt er wieder? Der hat doch so einen komischen Namen, der Typ. Lofen oder sowas. Lafarg. Lafak. Deswegen muss ich immer... Ja, egal. Vergiss es einfach. Also vergisst es einfach. So, bla. Jetzt werden wir hier ein bisschen was verkaufen noch. Das habe ich eigentlich schon gemacht, nur ich wollte euch die Schwerter noch zeigen. Eigentlich wollte ich euch ja ganz anders begrüßen und ganz anders mit euch den Spielstand jetzt da weiter vorantreiben. Aber jetzt müssen wir es anders machen. Jetzt verkaufen wir mal zwei von diesen Schwertchen. Jo. Und Thorlala werden wir auseinander basteln. So, weil ich da einfach die Hoffnung habe. Zerlegen, zerlegen ist die andere Richtung. Nein, zerlegen. Weil ich da einfach die Hoffnung habe, dass wir da vielleicht irgendwas rausziehen können, was wir vielleicht später noch brauchen. Um dann auch wirklich alles bauen zu können. Ich muss auch an die Schwerter denken, die darf ich nicht vergessen. So, und beim Thema, oder machen wir es mal anders, jetzt werde ich die mal, genau, Saphir-Staub und alle möglichen Staubdinger und so weiter, werden wir mal zerlegen, kostet auch noch ein bisschen was, ja gut, alles klar, wegen mir. So, wie gesagt, hier habe ich die Rüstungen dabei, könnte ich eigentlich auch wieder zurücklegen, dann wollte ich euch noch was zeigen, doch im Bereich Handwerk, unter den Schwertern, da ist mir was aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das da auch falsch bewerte oder sowas, gehen wir mal aufs Stahlwaffe, da waren manche dabei. Guckt euch das rechts hier an, was da noch für Unterschiede gibt. Kritischer Trefferbonus und so weiter. Pharamons Klinge, Stufe 74. Aber da gibt es wirklich noch welche, die wir eigentlich noch bauen könnten. Wir tragen hier, glaube ich, eh keine standardisierte Waffe. Also die wir irgendwie zwingend brauchen. Hier gibt es noch die anderen Schwerter. Wahrscheinlich müssen wir sowieso später hier das tragen. Das legendäre Großmeister Greifenschwert. Zeichenintensität geht wieder hoch, ja, vergesst es eigentlich. Eigentlich brauche ich euch den Rest schon gar nicht zu zeigen. Aber so mal ganz kurz. Wir hatten doch damals diese, wie heißt es hier wieder? Toussaint, genau, diese Toussaint-Schwerter haben wir doch hier überall gefunden. Und da gab es ja schon ganz heftige Dinger dabei. Hier, Ritterstahlschwert, Toussaint, Ritterstahlschwert. Jo, ist die beste Variante von dem Ding. Guckt euch das Ding mal an. Haut alles durch, Quen, Zeichenintensität geht nach oben, kritische Trefferchance. Ist richtig heftig, 20% kritischer Trefferbonus ist da, Chance auf Verbrennen ist direkt drauf und dann könnte man ja noch sockeln, also auch nicht so schlecht das Ding, muss man ja auch einfach mal so sagen. Jo, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben und so gibt es natürlich dann noch unterschiedliche Dinge, die uns da voranbringen könnten. So, jetzt müssen wir diese erbärmlichen Greifen oder die Schematas wieder suchen gehen, das ist wirklich... Jo, erbärmlich.
Da fällt mir sonst auch nichts ein. Aber wir sind voll gebufft. Und vielleicht geht das ja jetzt alles schneller. Ich weiß ja ungefähr, wo ich hin muss. Und ich denke, es macht auch Sinn. So kann ich euch vielleicht das ein oder andere doch noch zeigen, was ich jetzt selbst nicht mehr geglaubt hätte zeigen zu wollen, zu können oder wie auch immer. Vielleicht wird es doch alles noch ein bisschen länger, als ich das jetzt so gedacht hätte. So, gehen wir mal nach Novigrad. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die Dinger lagen. Ich denke, wir haben da schon einiges gefunden, aber eben auch nicht alles. Oh je, jo gut. Dann werden wir von hier in den Norden reisen. Es sind auch noch ein paar Fragezeichen. Ja, dann machen wir das doch mal so. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. So ist es. An der Stelle sind wir eigentlich so im Hauptspiel, aber wen interessiert jetzt das Hauptspiel, ne? Es hat mich noch vor ein paar Parts sehr interessiert, jetzt nicht mehr. Jetzt muss Magieschaden rausgehauen werden, ohne Ende. Dann muss noch gequintet werden, wir müssen die Schatzsuchen noch machen, wir müssen die ganzen Hexeraufträge noch machen. Ja, ich hab doch gesagt, es werden 30, 40 Parts. Vielleicht werden es doch ein paar mehr. Ja, die ganze Hauptstory muss noch zu Ende gespielt werden. Oh Gott, das Spiel hier lässt mich nicht mehr los. Ich krieg noch die Krise. Ich wollte meine ganzen anderen Let's Plays noch weitermachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jo, das nennt man dann zeitlich verkalkuliert. Und zwar heftig. Bitter. Jo, genauso wie man das hier heftige Ladezeiten nennt. Ja, hat mir auch jemand geschrieben, am PC wären die gar nicht mehr so heftig mit einer guten Festplatte und so weiter. Jo, kann so sein. Oder wird sehr wahrscheinlich so sein. Die Xbox ist halt jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, in Anführungszeichen. Da dauert das noch ein bisschen. Währenddessen müsst ihr euch mein Geschnackel hier anhören. So. Das müsste ja eigentlich schnell. Laufe ich gerade wieder falsch? Wahrscheinlich. Ja, genau. Hier in den Norden. Jetzt müsste es richtig sein. Dann laufen wir mal mit dem Pferdchen. Plötze. Plötze, hier bin ich. Hallo? Plötze. Oh, manchmal ist er echt ein bisschen merkwürdig drauf. Plötze. Doch, jetzt gibt sie Gas. Wie gesagt, hier sind auch noch Fragezeichen. Die könnte man natürlich gerade auf dem Weg noch mitholen. Was natürlich geil wäre, wäre, wenn es irgendwelche Orte der Macht und so weiter wären. Das wäre ganz witzig. Deswegen werden wir mal hier hinreisen. Bin ich echt auf dem falschen Weg gerade? Och, das gibt's doch nicht. Jetzt wäre ich fast wieder falsch gelaufen. Unfassbar, also doch das Ding hier. Aber dann ist das andere auch ganz in der Nähe. Das ist ja schon mal ganz nett und sinnvoll. Ja, Wildhund, Stufe 82, nö, kein Bock. Ja, das mit der Anpassung lasse ich jetzt mal so drin. Da haben wir auch immer ein bisschen Spannung. Ich werde es aber nicht dauerhaft drin lassen. Ich werde es wahrscheinlich wieder ändern. Aber vielleicht mache ich es auch für den Endboss dann wieder rein. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Was weiß ich schon. Bewachter Schatz. Oh oh, ich habe da so eine böse Vorahnung. So, Necker, was ist? Nicht nerven. So, da gibt es wie gesagt auch noch einen Erfolg, wenn man da irgendwie die dazu bringt, sich gegenseitig zu töten. Aber dazu müssten wir natürlich mal mehrere dann verzaubern. Aber das wäre hier eigentlich eine gute Stelle. Ah, ja, klasse. Jetzt werde ich natürlich verprügelt. Die sind zu schnell. Oh, was ist denn das hier, was ich mir hier abhalte? Schrott, ne? Und da will ich da auf Zauberskill umgehen. Das kann ja was werden. Axi natürlich. Ja. Das funktioniert einfach so nicht. Ich muss da anderweitig in den Kampf reingehen. Ein bisschen vorbereiteter. Nicht einfach mitten reinlaufen. Die dann von Weitem verzaubern. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnvoller mit Axi. Was tragen wir eigentlich jetzt mittlerweile für eine Stahlwaffe? Oder welche trage ich da die ganze Zeit mit mir mit? Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr ganz genau. Die Hengeit-Stahlwaffe. Das Töten von Gegnern regeneriert Vitalität, wenn ich drei Stück hätte. Achso, da fand ich diese Bonus da ganz gut. Ja, aber da muss man schon sagen, da habe ich mich dann geirrt. Weil die Bonus der anderen Waffe scheinen mir besser. Oder ähnlich, oder gleich, wie auch immer. Jo, ähnlich vielleicht auch. Die sind besser, aber dafür ist der Grundschaden natürlich schlechter.
Oh, was ist dann? Hexer. Alter Schwede. Er schnetzelt aber schon ganz böse darum. Das ist schon ganz witzig. Achso, hier wäre ein bewachter Schatz gewesen. Jo. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen bin ich eigentlich jetzt hier runtergelaufen. So, wo ist der? Da hinten oder was? Ja. War hier nicht so ein fetter Greif? Aber ist nur ein Gegner. Hm, okay. Ist er nur einer? So, Schrumpf. Sumpfschrulle, du bist betäubt. Gott, ist die hässlich. Achso, wir sind eigentlich zaubermäßig unterwegs. Stufe 82. Ja, die ist echt. Das kann man schon mal sagen. Das ist... Achso, und unsere Ausdauerregeneration ist natürlich jetzt auch wesentlich stärker. So, aber da brennt die mal schön. Achso, wir hätten noch den Alternativmodus. Hier. Bös. Ja, ist echt nicht so schlecht. Unsere Ausdauerregeneration ist natürlich jetzt wesentlich erhöht, dadurch, dass ich diesen Reginald-Buff da noch drin habe. Ja, reden ist nicht meine Stärke. So, jetzt aber mit Axi. Komm, da machen wir mal was. Trifft er die da? Rafft er das, dass da Gegner sind? Da unten sind Gegner, Hexer. So, jetzt. Komm, mach was. Hexer? Was war das? So hat er den abgewählt, oder was? Jetzt habe ich ihn aber, oder? Naja, auch nicht. Wo laufen die hin? Hallo, Ertrunkene. Jo, und jetzt kommt er angelaufen und wollte mich töten. Danke. Danke, Axi, dass du so super funktionierst. Wo laufen die hin? Was machen die da? Oh, keine Ahnung. Ich mache es jetzt down. Ich bin ein ganz großer Axi-Spieler, wie ich merke. Aber ein ganz großer. Ja, es ist aber trotzdem ein cooler Zauber eigentlich. Wie gesagt, auch da wird immer wieder Heilung ausgesprochen durch meine Buffs da, also sprich durch meine Absurde. Jo, läuft eigentlich ganz gut. Ich möchte mal nur ganz gern diesen Erfolg noch irgendwann da mal mitnehmen. Aber das könnte anscheinend noch dauern, dass sie sich da gegenseitig verprügeln und dann kriege ich irgendwie einen Erfolg. Nilfgaardischer Soldat. Ne, sieht schön aus hier bei euch. Habt da schön eingerichtet. Weltklasse. No, da tappen sie durch die Gegend. Schön, belagern alle und greifen alle an. Ihr seid so friedfertig, es ist kaum in Worte zu fassen. So, und jetzt sollen wir hier hoch. Nehme ich mal an. Ach, und hier kann ich sie finden, echt? Nein, irgendwie nicht. Ach, hier kann ich sie finden. Wird ja immer schöner. Immer doller. Aber das kriegen wir hin. Ein Gorgo oder was das ist. Vielleicht auch ein Basilisk, keine Ahnung. So, hier sollen wir hin. Ich sollte mich ein wenig umsehen. So ist es. Das machen wir jetzt, Hexer. Ist aber irgendwie cool. Auch wieder das alte hier zu spielen. So, wo war das Ding? Keine Ahnung. Jetzt werde ich gleich angegriffen und getötet. Habe ich da unten gerade was gesehen? Es wird wahrscheinlich hier irgendwo zwischen den Burgmauern rumliegen. Axi, betäubt. Da fällst du so geil hin. Och, hat das geil ausgesehen. Aus dem Gabelschwanz, 82er. Ich gehe mal hoch. Hallo, Gabelschwanz. Und, alles klar. Oh, nee, nee, bleibt mal ganz cool. So, betäubt. Zwar nur kurz, aber hat schön ausgesehen. Oh, nein. Komm, fall, mein Freund. Du sollst fallen. Axi hat irgendwie eine komische Reichweite, muss ich sagen. Oh. Es ist geil, wenn sie betäubt ist, fliegt sie nur noch auf der Stelle. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. So, Igni, dann komm her. Komm, was ist... Ja, habe ich natürlich auch. Wobei, der Alternativmodus, was ist damit eigentlich? Och, wie geil ist denn das? Kann man die direkt aus der Luft holen? Das ist ja auch mal witzig. Ja, manches haben wir einfach so nicht gesehen oder habe ich so nie gespielt. Das ist ganz cool eigentlich. So, also gar kein Problem. Stufe 82, ne? Also auch diese Skillung klappt ganz gut. Ist natürlich defensiv nicht so stark wie das, was wir vorher gespielt haben. Ganz klar, das kann sie nicht sein. Es kann nicht sein, kann nicht funktionieren. Aber sie ist offensiv ganz witzig oder auch vielseitig. Das finde ich ganz geil. So, was mache ich da? Finde ich jetzt die doofe Schatztruhe da nicht? Lag die da oben irgendwo drauf? Ne, ich finde die echt nicht. Ist auch irgendwie verwinkeltes Ding hier, oder? Hexer ganz locker bleiben. Normalerweise müsste die mir doch angezeigt werden. Bin ich gerade vollkommen irre. Achso, ich laufe auch außerhalb rum. Ne, es muss hier irgendwo zwischen den Burgmauern irgendwo wird die hier. Ach, hier, da liegt sie doch. Verbesserte legendäre Greifenstiefel. Wahnsinn. So. Und jetzt gehen wir uns noch das andere. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Laufen wir mal dorthin.
So, so ein bisschen voran will ich da jetzt ja schon kommen. Die gute alte Greifenausrüstung. Wer hätte gedacht, dass wir die wieder suchen gehen? Das darf doch nicht wahr sein. Ist unfassbar eigentlich, oder? So, wir sollen den Weg hier entlang laufen. Dann machen wir das doch. Wenn ihr das sagt. Ach, da sind wieder die Hunde, oder? Den letzten. Beißen sie. Also mich nicht. Ich bin weg. So, tschüss. Das ist der absolute Oberknaller. Was wir hier treiben. Ja, ach, da sind die Hunde. Klasse. Ja, gegen die könnte ich jetzt auch da einen Kampf machen. Nö, machen wir nicht. Cool wäre nur, wenn EP und Loot angepasst wären. Aber das habe ich jetzt auch schon mehrmals kritisiert. Das fand ich ein bisschen schade. Dass sie das einbauen, dass die Gegner skalieren, ist ja cool. Aber dass sie Loot nicht anpassen. Naja, ein bisschen anpassen ist ja doch da. Aber das ist ja immer da. Man findet ja jetzt nur noch so 79er Waffen und so weiter, die ja niemals vorher an dieser Stelle lagen. Nie im Leben. Was ist mit euch? Was? Achso, mehrere Banditen. Ach, wird ja mal schöner mit euch. Da kommt mal her. Was ist? Oh, oh, das ist. Das ist nicht gut. Ich brauche ganz kurz mal Quen, würde ich sagen. So, was ist? Komm her. Das meinte ich mit vielseitig. Jetzt nerven die hier rum. Da kann man auch mal sowas machen. Leute! Ja, was ist dann? Ich bin da. Ich regele. Oh, sind irgendwelche Banditen, die jetzt aber auch abgehauen sind. Okay, da hinten reitet er noch doof rum. Hallo, Depp. Was machen die da? Ja, Wildhunde und Banditen. Es wird ja immer schöner. Was ist dann? Oh, Mann. So, komm her. Ja, Igni müsste ich mir, wie gesagt, angewöhnen zu spielen. Wäre so eine ganz witzige Sache. Machen wir dann auch mal. Nicht Igni Jirden natürlich. So, ist jetzt auch schön langsam. Wunderbar. Und dann kann man die schön vom Pferd runterholen. Wie gesagt, wenn jetzt Jirden noch größer wäre, meine Zauberkraft in Jirden noch zunehmen würde, wäre das natürlich umso witziger. Was ich alles so witzig finde. Was ist da mit dem Pferd? Pferd, du bist nicht mein Feind. Du läufst nur sinnlos durch die Gegend. Alles cool. So, und da vorne gibt es dann wohl die andere Greifenausrüstung. Oder da vorne? Ja, da vorne eher. Oder da. Oder da. Ich laufe jetzt einfach mal so querfeldein hier rein. Ich weiß, da oben der Turm, der lächelt mich doch so an. Oder? Oder aber diese Ruine eher. Ein Turm ist es ja nicht mehr ganz. Also wenn es mal ein Turm war, dann, keine Ahnung, hat er etwas an Größe eingebüßt. Oder die Höhle da unten. Nee, Quatsch, die Höhle, so soll ich nicht hin. Ja, hier hin. So, und hier werden wir jetzt wohl doch schon... Ja, hier kann ich wieder untersuchen. Verbrannte Ruine. Ich sollte mich ein wenig umsehen. So ist es. Und ich denke mal, dass da oben auf dem Turm da was liegt. Oder da drin, oder? Wahrscheinlich da drin. Ich, oder oben. Doch oben. Nein, drin. Was macht der da? Hexer, ganz locker bleiben. Kannst du dich da nirgends hochziehen? Willst du mich gerade verarschen? Oh, oh. Mache ich gerade irgendeinen Quatsch? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich muss ich gar nicht da hoch. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Hexer, zieh dich doch hoch. Na, er will nicht. Dann wird es wahrscheinlich da auch nicht weitergehen. Oh, ich ahne wieder Böses. So, guck dich ordnungsgemäß um. Ich sag dir noch, ich werde sie schnell finden. Ich weiß ja noch, wo sie liegen. Ja, ist klar. Das ist ganz klar. Ganz klarer Fall. Ah, hier. Okay. Doch hier drin. Sehr schön. Und da haben wir die beiden Sachen gefunden. Haben von hier direkt eine Schnellreiseposition und die Quest ist auch abgeschlossen. Das heißt, wir können im nächsten Part dann die nächste Verbesserung uns suchen gehen. So viel sind es gar nicht mehr. Noch 2, 3 vielleicht noch, schätze ich mal. Und dann können wir im übernächsten Part, vielleicht in 3 Parts, dann wirklich die Rüstung bauen. Ich freue mich drauf, das dann mal zu testen, das dann mal zu sehen mit der Zeichenintensität. Da geht es ja richtig ab dann. Und da muss ich mich dran gewöhnen, da mehr auf Zauber zu spielen. Es wird bestimmt richtig cool. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao.